zur Messung der SpO2 brauchen wir einmal einen Sensor und wir brauchen ein Prisma-Check-Modul. Wir stecken den Sensor in das Prisma-Check-Modul und verbinden das Prisma-Check-Modul über die Schnittstelle mit dem Gerät. Jetzt wurde das Prisma-Check-Modul erkannt. Und wenn ich jetzt den Sensor auf den Finger stecke, dann werden auch die SpO2 und die Herzfrequenz dargestellt.